Ja, also anfangs haben wir uns sehr schwer getan, sind ja immer die ganze Zeit mit einem Tor oder zwei Tor weggegangen, auch dann zur Halbzeit nur mit zwei geführt. Das war natürlich nicht das, was wir uns erhofft hatten. Wir wollten Tempo spielen, ja, natürlich auch die Fehler vermeiden und auch unsere Tore machen, also die leichten Tore. Das hat in der ersten Halbzeit nicht so gut geklappt. Ja, in der zweiten Halbzeit sind wir dann offensiv gestartet mit einer 5-1. Das hat erstmal gut funktioniert. Wir haben die Gegner gut unter Druck gesetzt und konnten auch endlich mal unser schnelles Tempospiel ausnutzen und sind dann auch in mehr Zeit umging, auch besser vorangekommen und haben auch die Dinger vorne konsequent eingeworfen. Ja, also in der ersten Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer getan mit unserem Tempospiel. Das hat Bad Neustadt ganz gut gemacht. Sie haben sehr lange Angriffe gespielt, davon haben wir uns ein bisschen anstecken lassen. Auch vielleicht so ein bisschen von der emotionslosen Spielweise von denen. Haben uns wie gesagt schwer getan, sind ja auch nur mit zwei vorne in die Halbzeit gegangen. Danach gut gestartet, würde ich sagen. Viel, viel besser das Tempo ausgenutzt, also viel, viel besser ins Tempospiel gekommen. Waren auch emotional mehr da, haben viel mehr in der Abwehr geredet. Und haben am Ende, glaube ich, doch dann unser Spiel auf die Platte bringen können und dann auch eben mit einem ordentlichen Abstand gewonnen.